Moin moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir befinden uns in Lavandia und unser nächstes Ziel ist, man sieht da, der Lavandia-Turm. Und ja, wir haben eben schon gehört, oder beziehungsweise im letzten Part haben wir schon gehört, dass der Lavandia-Turm eine Art Grabstätte für verstorbene Pokémon ist. Ja, wir werden wahrscheinlich ein paar trauernde Menschen hier treffen. Und ja, schauen wir uns mal um und unterhalten uns mit denen. Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge. Du hast ein Herz aus Gold. Dankeschön. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Na sowas. Du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind. Da fällt mir etwas ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenübertrittst. Du erhältst ein formelles Set von der alten Frau. Formelles Set? Ja doch, das passt, glaube ich, ganz gut. Klamottenkoffer, da haben wir es. Outfit für Evoli, fangen wir doch damit an. Ach, der ist aber schick. Hast einen Hut an, bist du gut an. So. Formelles Shirt. Ja, finde ich auch, dass es dem unheimlich gut steht. Schick, schick. So, Oberteil. Oh, das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir gut. Ja, mir wird irgendwie nur so eine Funktion fehlen, wie man einfach komplett alles von einem bestimmten... Warte, warum sind die so hellbraun? Na, die hätten aber wenigstens können in dem... Obwohl, ach, Moment, Taschen. Vielleicht ist die Tasche dann... Ja, genau, wollte gerade sagen. Hätte ja wenigstens können in der Farbe von der Tasche sein, aber die haben wir noch gar nicht gewechselt. Okay, aber ja, insgesamt ist das doch ganz schick. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ja, das ist cool. Hallo. Ich bin eine Exorzistin. Ich spüre eine ratlose Seele oben im Turm. Rastlos wahrscheinlich. Hab ich mich, glaube ich, verlesen. Naja, halb so schlimm. Selbst die Exorzisten wissen nicht, was es mit all den umherirrenden Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur ein Sylph-Scope hätten, dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Ja, ein Elixier. Ja, und da sind die ganzen Grabsteine der Pokémon, die hier alle verstorben sind. Ich frage mich nur, ob das so eine Art globaler Pokémon-Friedhof ist, im Sinne von jedes Pokémon, was irgendwo in dieser Welt stirbt, landet da. Oder ob das tatsächlich nur der Friedhof von Lavandia ist. Hey Jones, Moment, was machst du hier? Sag nicht, dass eines deiner Pokémon... Es ist alles in Ordnung? Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind. Gut, das war ja absehbar, dass der auch irgendwann mal nochmal gegen uns kämpfen will. Kann ja nicht sein, dass der uns immer nur Sachen schenkt und uns sagt, wie toll und erfolgreich wir sind. Also bitte, hin und wieder mal kämpfen. Sollte doch schon drin sein. Ja, dann hauen wir mal die Knisterladung raus. Denn wir wissen ja, das ist gegen Vögel sehr effektiv. Tauboga kann sich da gleich mal von uns verabschieden. Und von ihm... Reitschu, nö. Das lassen wir so. Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, der Doppelkick dürfte da
recht erfolgreich sein. Ja, geht so. Nehmen wir vielleicht... Ja, vielleicht doch den Risikotackle. Also das schadet mir zwar selbst, aber... Ja, genau, wenn ich Raichu bis dahin komplett besiege, dann kann ich das einstecken. Denn... Sonst greift er mich an. Ich glaube, der Schaden ist ein bisschen höher. Dufloor. Oh. Ich merke schon, mir fehlt wirklich ein Feuer-Pokémon. Ich glaube auch nicht, dass ich da noch sonderlich lange ohne klarkomme. Ohne Feuer-Pokémon. Weil ich habe auch wirklich, habe ich bisher überhaupt irgendeins entdeckt oder gefangen? Ich glaube gar nicht, nee. Ja, also Fakt ist, es führt glaube ich nichts dran vorbei, dieses Glumanda jetzt gleich, also nach dem Turm zu holen. Ich glaube, bis dahin dürften wir auch... jetzt wechsle ich glaube ich besser. Also es führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, die 50 Pokémon entsprechend zu fangen, damit ich Glumanda abholen kann. Ja, Tauboga schläft jetzt, das ist natürlich ungünstig. Wir versuchen es dann mal mit Nidorina. Obwohl, ja okay, das war, jetzt ist gewechselt, ist egal. Aber Bisasam müsste doch eigentlich immun dagegen sein. Säure. Nicht sehr effektiv. Ja gut, das dürfte jetzt aber reichen. Den Biss, genau, besiegt. Sehr schön. Ich würde sagen, sie sind fit genug. Ja, der Meinung bin ich auch. Kampf hätten wir uns sparen können. Flix, ich habe in der Hitze des Gefechts Dragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal ein Dragosso gesehen? Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Dragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich es ein paar Stockwerke weiter oben. Ja, guck mal, was Evoli will. Ui, was guckst du denn so grimmig? Eine Menge Selbstvertrauen getankt zu haben. Was haben wir hier noch? Spiele mit Evoli, für die Hand, bla bla bla. Anstupsen oder streicheln. Ja. Das kennen wir doch schon. Am Kopf mag's und hier unten... Mag's. So im Gesicht. Da mag das. Okay, wir wollen es jetzt nicht weiter ärgern. So. Ich mag jetzt eigentlich nicht nochmal... Ach komm, wir gehen noch schnell zum Poké-Center nochmal. Gerade unser Evoli hat ordentlich Schaden eingesteckt. Und das will ich jetzt nicht riskieren, dass das jetzt gleich im nächsten Kampf schon direkt drauf geht. Ja, deshalb. Deshalb am liebsten nochmal zurück da. Kurz heilen. Und dann geht's direkt weiter. So, und ich glaube, theoretisch dürften uns auch in dem Turm einige Pokémon begegnen. Da sind ja nicht nur Trainer drin. Meine ich. Zumindest mal. So, willst du noch irgendwas?
Ja, okay. Also ein Dragosso haben wir ja sogar schon. Ich weiß nicht, warum er dann so doof macht. Wir haben es zwar nicht dabei, aber wir haben schon längst eins gefangen. Oh, und da haben wir noch so einen Supertrainer. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Oh, du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Ja, ich will trotzdem kämpfen. Und los geht's. Tabea. Hallo, Tabea. Ein Kleinstein. Ja, da dürfte doch unser Anton theoretisch am besten gegen gewappnet sein. Aber mit 22 ist mir das, glaube ich, etwas zu riskant. Ich glaube, ich werde da doch lieber zum Doppelkick greifen. Oh, ein Steinhagel. Das zieht schon ein bisschen was ab, ne? Ja, dafür, dass der Doppelkick so effektiv ist, finde ich, macht er halt einfach nicht so viel Schaden. Oh, GZ. Nice, schön ausgewichen. Lass nochmal Doppelkick. Ja, muss mal gucken, ob wir hier ohne Trank rauskommen. Und wenn der Kleinstein jetzt nochmal angreift, könnte es etwas eng werden. Ja. Ja, 50 Schadenspunkte fehlen auf jeden Fall. Da werde ich wahrscheinlich jetzt einen Trank benutzen. Deine Fähigkeiten als Trainer jagen mir Angst ein. Unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich neulich gefunden habe. Du erhältst 5 Evoli-Bonbons. Ich habe auch ein paar dieser Bonbons, mit denen man Pokémon stärker machen kann. In meinem Bonbonglas sind sie sicher. Nein, gib sie mir. Gib mir alle deine Bonbons, bitte. Naja, okay, also, Bonbonglas. Wir haben, ja, es ist schon krass. Ich müsste jetzt mal, kann man sich die Werte vorher angucken? Nein, okay. Angriff 74, okay, Initiative 82, das ist schon nicht verkehrt. Ja, ich gebe das einfach mal immer dem Evoli, das ist schon nicht verkehrt so. So, und die anderen, ich glaube, die hebe ich mir noch auf. Weil man sieht hier, benötigt 2, Flottbonbon benötigt 5, hier benötigt 3 und benötigt 2. Also, um hier wirklich was erreichen zu können, müsste ich einige von diesen Bonbons aufbringen. Klar, so kann man sein Pokémon in eine andere Richtung pushen, aber ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel. Das hebe ich mir lieber für andere auf, die es besser gebrauchen könnten. Vielleicht nachher für das Glumanda. Es ist nirgends zu sehen. Was ist das? Ein Geist. Gespenst. Gespenst. Verlasst diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Gosso. Hä? Warum geht's jetzt die Treppen runter? Dragosso sieht unheimlich traurig aus, als es die Treppen hinunterstapft. Gucken wir mal. Ui, es hat wohl Angst. Die unheimliche Atmosphäre hat Evoli verängstigt. Okay, wir spielen mal kurz mit ihm. Muntern es ein bisschen auf. Ja. Sehr gut. Können wir hier noch vielleicht
Hier kriegst eine Beere. Hier noch so eine komische Banane. Bitteschön. So, wenn es ja jetzt nicht besser geht, weiß ich auch nicht. So, diese Gespenster. Ich gehe einfach mal rein. Verlass diesen Ort. Verlass diesen Ort. Ah, okay. Also müssen wir denen ein wenig ausweichen. Das Dragosso ist runtergegangen, aber es ist komischerweise gar nicht hier, was sehr merkwürdig ist. So, ich will erstmal hier die Items aufnehmen. Ich finde es einen Aufwecker. Okay. Ich glaube, wir brauchen sowieso die Medizintasche jetzt wegen dem Supertrank für Evoli. So, das ist jetzt nämlich wieder fit. Und dann können wir auch hier gegen die Dame kämpfen. Was ist mit der los? Macht hier ganz komische Geräusche. Exorzistin Airi fordert dich heraus. Alter, die Blicke. Die guckt echt gruselig. Die hat schon ganz verrückte Augen. Es geht los, Evoli. Du schaffst das. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nur nicht genau, welche Attacke gegen Psycho, sondern ja, hat gar keine Wirkung. Das ist natürlich doof. War das nicht irgendwie so, dass Psycho gegen Psycho ganz gut ist? Oh, krass, hat es neutralisiert. Das ist echt abgefahren. Also ich bin wirklich beeindruckt, was das Evoli alles so kann. Gut, der Biss, der hat es jetzt gerichtet. Also muss ich mal merken, Biss ist ganz gut gegen diese Nebulak-Scheiße. So, ich habe dich erlöst, ja. Ich bin auch unheimlich froh, dass ich das gepackt habe. Oh Gott, war das knapp. Nein, weg von mir, elendes Gespenst. Kotone! Ja, okay, die hat wieder Nebulak, das kriegen wir doch mit dem Biss locker ausgeschaltet. Genau, da war es doch schon. Dieser Knosp, Level 24, sehr gut. Noch ein Nebulak? Ne, da braucht man natürlich auch nicht wechseln. Können wir nämlich gerade wieder ein Biss los, ja, auswählen. Puh, das Gespenst hat meinen Körper wohl verlassen. Du hast es vertrieben. Ja. Nichts zu danken, Kotone. Sehr gern geschehen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich diese Monster vielleicht hier ein bisschen... Ah, okay, krass. Ich verschwinde nach einer Weile. Das ist gut. Diese Exorzistin, die haben sie nicht mehr alle. Tomiko. Ja, aber es ist gut, dass die alle ein Evoli haben. Genau, ein Nebulak haben und wir jetzt glücklicherweise wissen, dass der Biss da sehr effektiv ist und wir so, ja, alle mit einem Hit umhauen können. Das macht es immer ein bisschen einfacher, wenn man dann schneller durch die Kämpfe kommt und Delegator und auch schnell die Erfahrung dann einsammeln kann. Was kann der?
Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. Das hört sich gar nicht so übel an. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders. Gucken wir mal. Genauigkeit. Ah, das Delegator hat keine Genauigkeit. Das ist ein bisschen schwierig. Psy-Kraft. Lenkt sie durch Verbiegen eines Löffels. Ja, mach mal so. Psy-Kraft vergessen. Und dafür Delegator lernen. Das macht ein bisschen mehr aus, glaube ich. Huch, was mache ich hier eigentlich? Ja, auch die ist geheilt. Jetzt können wir uns eventuell diesen Pokéball schnappen. Das da wird so ein super Trank. Schnell da nach oben. Wow. Was hat Evoli wieder? Immer noch Angst? Ja, mein Gutes. Ist schlecht, aber. Oder mein Guter in dem Fall eher. Wir haben ja ein männliches Evoli. Ein Fluchtseil. Okay. Ah, kein Gespenst. Exorzistin Hina. Gut, wir haben jetzt noch einiges vor uns. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das alles in den Part reinpasst, muss ich gestehen. Wir sind jetzt bei knapp 22 Minuten. Ich versuche hier immer die Parts so bei knapp 25 enden zu lassen. Das funktioniert leider nicht immer so gut. Manchmal wird es dann auch mal 30 oder knapp drüber. Aber, ja, bei 22. Wir versuchen mal. Vielleicht kriege ich noch hier diesen Raum fertig. Dann gehen wir nach oben und schauen, was uns da erwartet. Wenn es da noch deutlich mehr Gegner gibt, woran ich mich leider nicht mehr erinnern kann, dann lassen wir das, glaube ich, lieber. Drei Pokébälle. Die kommen auch immer von den falschen Ecken. Jetzt wollte ich eigentlich zuerst den Pokéball da hinten nehmen. Knochen, es fließen Tränen. Exorzistin Sonoko. Oh, Alpollo, da müssen wir gucken, ob das mit Biss auch geschwächt werden kann. Und ob das auch so effektiv ist wie gegen Nebulak. Aber das dürfte eigentlich, ja, genau, wollte gerade sagen, das dürfte eigentlich keinen großen Unterschied machen. Ich warte noch auf einen Gengar. Das wäre auch mal nice, also zumindest es gesehen zu haben, dass es im Pokédex erscheint. Alle zu fangen, ja, ich glaube, das wird echt schwierig. Das wird, bevor wir die Pokémon von Pokémon Go transferiert haben, wahrscheinlich nichts, denke ich mal. Genau, sie fehlt uns noch. Huhu, kannst du wohl gegen mich gewinnen? Ja, also den Part, den kriegen wir bei 25 Minuten auf jeden Fall beendet. Sag ich mal so. Gucken wir mal weiter. Gerade, ey, Biss geht ab. Unser Evoli hat Biss, muss man sagen. So, dann als nächstes kann ja auch wahrscheinlich wieder nur Nebulak oder Alpollo kommen. Oh, Evoli Level 33. Auch sehr schön. Ja, Alpollo, was habe ich gesagt? Ich sag mal, das war ja absehbar, dass eins von den beiden kommt. Jetzt nachdem
ganzen anderen Kämpfen. Ja, und unser Evoli schlägt sich relativ wacker. Ja. Haben noch nicht so viel Schaden eingesteckt. Knapp ein Drittel. Endhorn-Aussetzer. Nee, komm, brauchst du nicht. Wir setzen dich eh so selten ein. Mir ist halt nur immer wichtig, dass man nicht gerade irgendwie sowas wie, keine Ahnung, nur Platscher hat. Das bringt natürlich dann nichts. Warte mal. Ich muss mal gerade nochmal abchecken, ob ich gegen alle gekämpft habe. Die hatten wir gerade. Die hatten wir auch. Sehr gut. Ja, dann sind wir alle durch. Ja, okay. Und jetzt... Ach nein! Jetzt ist das ernsthaft gerade hier aufgetaucht. Ja, wie ärgerlich. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle tatsächlich dann auch eine Pause. Oder? Nein, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ernsthaft. Also, das ging ja jetzt eben so schnell. Und der Raum da oben sah auch tatsächlich so aus, als wäre das dann auch das Ende. Gerade mit diesem Leuchten in der Mitte, da muss ich drauf. Also länger als 30 oder meinetwegen auch 32 Minuten wird dieser Part auf keinen Fall werden. So, insofern gehen wir mal jetzt einfach das Risiko ein und laufen hoch. Denn ich will ja nicht jetzt hier den Part abbrechen. Das wäre gerade so stimmig, wenn wir alles in einem haben. Ja, aber wenn ich einen neuen Part mache, dann geht der 3, 4, 5 Minuten oder so. Und ja, dann kommt wieder thematisch was ganz anderes. Das ist dann auch nicht so dolle. Deshalb lieber jetzt mal nur ein bisschen länger, glaube ich. Da hat jeder was von. Ist ja auch doof, wenn ihr jetzt zuschaut und so gespannt seid und wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann müsst ihr wieder warten und nee, ich glaube, so ist besser. Geht ja jetzt auch schnell, wie man sieht. Ah, krass, wenn Tauboga wird bald Tauboss. Ich hab's im Gefühl, ich kenne die Level leider nicht auswendig, aber das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. So, noch ein Nugget, sehr schön. Können wir vielleicht auch irgendwann mal verkaufen. Komm ruhig her, ich habe diese Stelle versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Ah, ausruhen. Oh, okay, und ich dachte, hier wäre Schluss. Naja gut, dann glaube ich... Oh Gott. Nee, komm, wir machen trotzdem weiter. Ja, genau. Ich will diesen Turm jetzt durchpacken, ey. Alter, die hat 4 Pokémon. Krass. Ich glaube, so einen langen Kampf hatte ich bisher noch gar nicht in dem Spiel. Kann das sein? Ich meine, die längsten waren bisher 3. Wobei die meisten halt echt nur 1 oder 2 Pokémon haben. Was mich wundert, weil letztlich, naja, irgendwie muss man ja auch trainieren. Ja. Vor allem eigentlich schon ziemlich pietätlos, hier mitten auf dem Friedhof kämpfen zu wollen. Aber es liegt ja nicht an uns. Wir fangen ja nicht damit an und sagen, hey, kämpf gegen uns. Sondern wir nehmen ja nur die Herausforderungen an. So. Aber man könnte natürlich auch sagen, hey, Leute, komm, lass mal lieber rausgehen. Ist nicht so geil hier, zwischen den ganzen Knochen sich zu bekriegen. Ich hoffe nur, dass diese Gespenster uns jetzt nicht nochmal rausschicken.
Ja, das wäre dann echt blöd. So. Jetzt müssen wir warten, bis das da weg ist. Ich hoffe, dass... Oh Gott. Gerade sagen, ich hoffe, das passiert noch. Ein Eisstein. Okay. Kämpfen wir noch gegen sie hier. Und dann haben wir noch... lasst mich überlegen. Noch zwei, drei Stück, ne? Ne, ich glaube noch eine. Oben die. Die direkt an dem Siegel, die macht ja nichts. Die sagt mir ja nur, dass wir ruhig auf dieses Siegel drauf treten dürfen, weil uns das wieder fit macht. So. Nebulak, nö. Brauchen wir nicht wechseln. Das geht auch so. Kayoko. Jo, du hast verloren. So läuft es manchmal. Ja, super. Dann, ah ne, gegen die haben wir schon gekämpft. Sie hier. Fehlt noch. Gib mir deine Seele. Nein. Nein, nein, nein. Mikoto. Du bekommst meine Seele nicht. Und auch deine Pokémon bekommen meine Seele nicht. Müsst ihr mit eurer klarkommen. Drei Pokémon. Vielleicht dreimal Apollo. Vielleicht auch dreimal, zweimal noch Nebulak. Wir werden es sehen. Na, einmal Apollo, einmal Nebulak. Ich sag ja, es wäre schon mal geil, wenn da noch jemand Gengar einsetzen würde. Aber ich glaube leider, weil ich glaube langsam nicht mehr dran. Ja, noch Nebulak. Ja. Ich finde das immer so langweilig, wenn man so einseitige Pokémon hat. Also so, ich weiß nicht so, ich habe nur Psycho-Pokémon, ich habe nur Nebulaks und Alpolus. Oder ich habe nur Wasser-Pokémon. Damit kommt man ja echt nicht so gut voran. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, ich habe auch ziemlich viele Normal-Pokémon. Aber das liegt einfach daran, wie man sie fängt. Ich würde jetzt niemals nur mit einem Radfratz oder Radikal oder so rumlatschen. So, muss man gerade gucken. Ah, okay, gegen die haben wir auch schon gekämpft. Ja, auch wenn ich es cool fände. Auch ist es euer Ernst? Noch ein Raum? Boah, Gott. Ja, okay, also das wird mir jetzt echt zu bunt, Leute. Deshalb mache ich an der Stelle trotzdem dann eine Pause. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Pokémon Let's Go Evoli und dann machen wir den Lavandia-Turm auch wirklich fertig und ich muss mir echt mal angewöhnen, wenn die Zeit um ist, ist die Zeit um und es bringt halt nichts, die Parts zu strecken, wenn es dann doch wieder ewig lang dauert und so, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Also, ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.